willst Hedgefondsmanager wie Ray Dalio werden? Das sind drei einfache Strategien. Erstens Long Short Equity. Das heißt, dass der Hedgefondsmanager Aktien findet, die er für überbewertet oder unterbewertet hält. Er oder sie kauft dann die überbewerteten Aktien leer. Das heißt, er setzt auf fallende Kurse, also er shortet sie. Und gleichzeitig werden die unterbewerteten Aktien gekauft, um hier auf einen Anstieg zu setzen. Zweitens Event Driven. Diese Strategie bezieht sich auf den Handel mit Wertpapieren, die mit besonderen Ereignissen verknüpft sind. Das heißt, man spekuliert auf Fusionen und Übernahmen, Insolvenzen oder Rechtsstreitigkeiten. Der Hedgefondsmanager spekuliert dann darauf, dass der Kurs der betroffenen Aktie steigt oder fällt, je nach Ausgang des Ereignisses. Und drittens Global Macro. So nennt man die Vorhersage von makroökonomischen Entwicklungen und Strategien. Der Hedgefondsmanager kann beispielsweise auf steigende Rohstoffpreise setzen, wenn er erwartet, dass die Wirtschaft eines Landes wächst, oder halt bei Covid draufsetzen, dass alles abschmiert.